Und damit herzlich willkommen zurück zu der Elder Scrolls Online hier bei Explorer EP und wir sind. Versteckt eure Frauen und Kinder! Die Rotwardonen könnten jederzeit angreifen! Am Castel Alcaer angekommen in Sturmhafen und wir sollen, um die Aufmerksamkeit eines Generals zu bekommen, 5 seiner Soldaten mal kräftig in den Popo treten und ihm zeigen, dass wir auch da sind. Das machen wir jetzt in der Folge. Die sollen wo sein? Ach, hier unten bestimmt die, ne? Fordere 5 Soldaten heraus. Gut, dann Nummer Uno. Ihr solltet mehr Respekt zeigen. Ihr seid in einem Lager voller Soldaten, die schon viel zu lange stillsitzen mussten. Jemand könnte sich entschließen, euch für seine Schwertübungen heranzuziehen. Zieht eure Klinge und dann wollen wir mal sehen, wer ihr hart ihr wirklich seid. Nichts würde mir mehr Freude machen. Ja, dann los. Dann lasst uns tanzen. Okay, Nummer Uno. Ja. Was ist mit dir, mein Freund? Was haben wir denn hier? Ihr kommt einfach so unverschämt in unser Lager stolziert. Vielleicht müssen wir euch mal eine Lektion erteilen. Ich wäre euch im Kampf gewachsen. Glaubt ihr wirklich? Dann finden wir es doch heraus. Jupp. So. Der nächste, bitte. Was ist denn das für ein Winzling, der da in unser Lager gelaufen kommt? Vielleicht mache ich ein Nadelkissen aus ihm. Ich habe immer Lust auf einen Kampf. Genau wie ich. Schaut her. Und erlebt einen wahren Krieger in Aktion mit. Jo. Da setzt sie sich einfach wieder hin. Glaubst du es? So. 2 noch an der Zahl. Das ist ein Armeelager und jemand wie ihr hat hier nichts zu suchen. Nehmt die Beine in die Hand, Kleiner. Nichts würde mir mehr Freude machen. Was? Ah nein, wir haben die Tante dahinter angegriffen. Nein. Wachen, hier ist ein Verbrecher. Nein, ist nicht. Jetzt habt ihr es geschafft. Gucken, ob wir. Oh Mann. Lange laufen die uns jetzt hinterher. Was? Ich glaube, die laufen uns lange. Mann! Oh, ein Nirnwurz. Ist das gut? Da müssen wir 121 Gold bezahlen. Ja, ist egal. Was? Was ist denn jetzt hier los? Ihr seid nun berüchtigt. Ja, ich weiß. Das ist, ne? Okay, der nächste. Mein Schwertarm ist ja. Schon ganz. Glaubt ihr? Komm mal mit. Und wenn nicht schon wieder das halbe Lager pullen. So, sprecht mit General Toda. Kommen wir da jetzt auch rein, ohne die 121 Gold zu bezahlen? Wäre sehr nice. Was? Hier? So. Schau, egal, Herr General. Hm.
Ihr seht nicht sehr gefährlich aus. Trotzdem kommt ihr in mein Lager und sucht Streit mit meinen Soldaten? Sagt mir, warum ich euch nicht einfach sofort den Kopf abschlagen soll. Weil Herzogin Lakana mich geschickt hat. Die Prinzessin? Mhm. Es geht ihr also gut. Wie schön. König Faharajad hat mich geschickt, um sie zu beschützen. Aber von hier aus kann ich kaum etwas tun. Ich möchte ungern einen Krieg beginnen, aber wenn mein König es mir befiehlt, werde ich es tun. Ich warte derzeit auf neue Befehle. Wisst ihr, wer versucht hat, sie zu vergiften? Oh ja, in der Tat. Der Giftmischer war recht stur. Doch mit seinem letzten Atemzug hauchte er neben seinem Leben auch einen Namen aus. Doch dieser Name sagt mir leider überhaupt nichts. Er sagte Fahlhut. Dame Fahlhut, sie ist eine Ritterin der Flamme. Ist sie? Dann ist sie im Kastell? Dann geht, schnell. Sagt es Lakana, damit sie auf dieses meuchlerische Weib vorbereitet ist. Ich kann nicht hineingehen, also müsst ihr sie beschützen. Okay, dann mal los. Wie kommen wir da jetzt? Wo? Da, ne? Ja, jetzt die Wachen werden uns garantiert. Warte, da war Baumwolle. Das werden sie uns an der Eier packen, oder? Nicht? Doch, nicht? Nicht? Die Zeit läuft doch schnell ab, ne? So, wir sollen die Treppe hoch. Wenn sie denn immer noch oben ist. Ja, ist sie. Welche Erleichterung. Ihr seid zurückgekehrt. Ich hatte schon befürchtet, ich hätte zu viel verlangt. Aber sagt mir, hatte General Todar neue Erkenntnisse über die Quelle der Mordversuche? Ja, hatte er. Dame Fahlhut hatte das Gift gekauft. Was? Die Ritter der Flamme haben geschworen, mich zu schützen. Warum sollte einer von ihnen mir nach dem Leben trachten? Ich weiß, dass Dame Fahlhut sich gegen meine Heirat mit dem Herzog ausgesprochen hat. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das zu einem Mord treiben könnte. Wer weiß. Ich hoffe, dass Dame Fahlhut alleine gehandelt hat. Wenn es eine größere Verschwörung ist, mache ich mir Sorgen, was das für unsere Zukunft bedeuten könnte. General Toda hat vorgeschlagen, dass ihr das Kastell verlasst. Nein, das wird nicht gehen. Davonzulaufen wäre so, als ob ich dem Hass dieser Irre nachgeben würde. Fahlhut ist es, die bezahlen muss. Auch wenn ich nicht immer einer Meinung mit ihm bin, ist Sir Hughes ein guter Mann und ich muss ihm vertrauen. Erzählt ihm von Fahlhuts Verrat. Er wird dafür sorgen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Bleibt hier, ich werde Sir Hughes finden. Ich kann nicht glauben, dass meine Vermutungen so weit von der Wahrheit entfernt waren. Dass der Assassine ein Bretone ist, macht die Situation nur noch brisanter. Erzählt bitte Sir Hugh davon und bittet ihn, die Sache schnell aufzuklären. Und warum ist das noch heikler? Weil es ein größeres Potenzial besitzt, das Dolchsturzbündnis zu zerschlagen. Meine Entscheidung, mich hilfesuchend an meinen Vater statt an die Ritter der Flamme zu wenden, hat die Lage noch verschlimmert. Das bereue ich inzwischen. Aber dadurch habt ihr doch überhaupt erst erfahren, dass es Dame Fahlhut war. In der Tat, aber vielleicht wäre es besser gewesen, wenn Sir Hughes diese Wahrheit herausgefunden hätte. Doch wir haben keine Zeit für Reue. Ab jetzt machen wir unsere Sache ordentlich. Lasst Sir Hughes es erledigen. Das ist das Beste für das Bündnis. Okay. Dann wollen wir mal mit dem guten Mann reden. Wo ist denn der jetzt? Sprecht mit Sir Hughes. Ich will keinen Ärger. Nein, wirklich nicht. Bezahlt euer Kopfgeld und wir beide können vergessen, dass das hier je passiert ist. Am letzten Drücker erwischt ihr mich noch. Ja. Halt! Nein! Bitte hört auf! Nein! Ihr werdet büßen. Jetzt sind 200 Gold. Hätte ich mal gelatzt, ey. Ich gehe zu Lady Lakana, die hilft mir. Die ist freundlich. Ich schätze, das muss ich wohl der Wache sagen. Nein, ich mach doch gar nichts. Lass mich jetzt.
Durch hier. Was? Boah, komm dann, lass uns bitte. Bitte lass uns sterben. Aber ich glaube, die 200 Gold müssen wir trotzdem latzen, ne? Ja, wusch. Also für eine Elite hast du nicht viel drauf. Und? Ernsthaft. Ja, Kinders, so geht's im Leben. So, schafft es jetzt noch einmal, mich zu hitten? Komm, mach. Ja, endlich. Kopfgeld wurde beglichen. Lass uns wieder beleben. Gold gespart. Beziehungsweise 200. Da kann ich sehr gut mit leben. So, Sir Hooch, aber wir müssen mal reparieren, ne? Ich hoffe, ihr habt inzwischen das Vertrauen der Herzogin erlangt. Das ist gut. Habt ihr herausgefunden, warum sie sich mit ihrem Vater verschworen hat? Ja, sie fürchtete um ihr Leben. Nach dem Anschlag auf sie ist das nur verständlich. Aber warum wendet sie sich ausgerechnet an ihren Vater? Die Ritter der Flamme sind doch eigens hier, um sie zu beschützen. Das ergibt keinen Sinn. Warum würde er eine Armee herschicken? Das Gift des Assassinen kam aus Alikr. Die Herzogin hat es selbst gesagt. Ja, aber es war Dame Falhut, die das Gift gekauft hat. Dame Falhut? Seid ihr sicher? Das ist eine schwere Anschuldigung. Natürlich war sie gegen die Heirat. Wir werden sie befragen müssen, aber einen Ritter der Flamme zu schicken, um sie festzunehmen, könnte nicht die klügste Lösung sein. Ich kann das übernehmen. Ich hatte gehofft, dass ihr euch freiwillig meldet. Das würde wirklich helfen, Aufregung zu vermeiden. Falhuts Zuhause liegt nördlich des Gasthauses. Wenn ihr dorthin vorgeht, hole ich in der Zwischenzeit ein paar meiner Männer als Verstärkung. Okay, gut. Dann wieder runter. Oha. Stellt Dame. Ich bin mal gespannt. Die ist bestimmt verliebt. Und sie ist aggro. Ja. Dann. Wenn es auf das hier hinausläuft, dann muss es wohl so sein. Oh, das war schlecht. Kein Mana. Für das Nachtschrecken. Gut. Zum Looten ist hier nix. Wo ist denn er mit seinen Männern? Wo ist Falhut? Ist sie weggerannt? Nein, sie hat mich angegriffen. Ich habe sie getötet. Es tut mir leid, das zu hören. Ihr habt nur getan, was ihr tun musstet. Und ich schätze, ihre Reaktion ist nur ein weiterer Beleg für ihre Schuld. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass es keinen Grund zur Sorge mehr gäbe. Aber irgendwie denke ich nicht, dass das der Fall ist. Irgendetwas an dem Ganzen stimmt nicht. Das sehe ich genauso. Es fällt schwer zu glauben, dass Falhut auf eigene Faust gehandelt hat. In der Tat. Ich würde das nur zu gerne weiter mit euch diskutieren. Aber nicht hier im Kastell.
Mein Heim liegt hinter dem Markt. Wenn ihr mir einen Augenblick geben würdet, um die Angelegenheiten hier zu regeln und nach der Herzogin zu sehen, dann treffen wir uns dort und können uns in aller Ruhe unterhalten. Wir sehen uns bald. Irgendwie sicher habe ich das Gefühl, der steckt dahinter. So, trefft's Herr Hutsch in seinem Haus? Ja. Okay. Ist jetzt... Freche Katze. Jetzt bin ich mal gespannt. Was? Ach, da war es drin. Ich wollte gerade sagen. So. Ihr? Hat Sir Hugh euch geschickt, um mich zu töten? Warum sollte ich euch töten? Ihr seid nicht hier, um... Oh, gnädiger Stander! Lakana! Sir Hugh schaut nach ihr. Sie ist in Sicherheit. Nein, sie ist nicht in Sicherheit. Hugh wird sie umbringen. Er ist verrückt. Na, haben wir doch recht gehabt. Irgendwas mit seinen Träumen. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann schaut in sein Tagebuch. Er hat alles aufgeschrieben. Aber zuerst bindet ihr mich los. Ich muss zurück ins Kastell und Lakana warnen. Haltet still. So. Okay, dann ganz fix dahin. Wir sind eigentlich schon da, ne? Ja. Ist doch nur hier hoch, oder? Ein untoter Werwolf hat Kamlorn erobert? Ein untoter Werwolf? Wie geht sowas überhaupt? Wo geht's hoch? Bei den Göttern, sie haben die Herzogin ermordet. Was? Kommen wir zu spät? Nein, ernsthaft? Ich hab genug, das sage ich euch. Warum sollte das jemand tun? Wo waren die Ritter der Flamme? Warum haben sie meine Frau nicht beschützt? Es muss etwas geben. Irgendetwas, das das alles erklärt. Durchsucht das Kastell! Okay, Herzogin Lakana untersuchen. Diese Leiche fühlt sich noch warm an. Die Klinge im Rücken trägt das Zeichen der Ritter der Flamme. Diese Waffe gehört offensichtlich Sir Hooch. Sie kann nicht tot sein. Das kann nicht sein. Meine Lakana. Ihr habt mit ihr gesprochen, nicht wahr? Was wisst ihr darüber? Sagt es mir. Sir Hooch ist dafür verantwortlich. Sir Hugh? War er wahnsinnig? Er sollte sie doch beschützen. Wie soll ich das nur Lakanas Vater erklären? Und ihrer Schwester? Lakana hat doch nie jemandem etwas zuleide getan. Sie war unschuldig. Meine geliebte Frau. Ich verstehe das nicht. Sir Hugh hat mir so viele Jahre gedient. Ergeben. Treu. Warum sollte er meine Frau umbringen? Seine Träume haben ihm vorgegaukelt, dass Lakana das Kastell Akea vernichten wollte. Träume? Dieser Wahnsinnige hat meine Frau wegen ein paar Träumen umgebracht? Dafür wird er sterben. Ihr müsst mir helfen, ihn zu finden. Wahrscheinlich ist er zur Highsporn-Feste gezogen. Bitte, tut es für Lakana. Findet Hugh und tötet ihn. Ich werde ihn finden, Eure Hoheit. Begonnen auf der Spur von Sir Hooch. So, wir sollen jetzt wieder zurück zur Highsporn-Feste. Aber ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge. Wir sind schon wieder bei 20 Minuten.
Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge hier siehst, und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.